Hallo, liebe Check and Shake Community. Hey, Boys and Girls. Kommt erstmal so langsam rein, bevor wir loslegen. Ich freue mich, der Raum 40, unser imaginärer Kursraum. Großartig, ich freue mich. Kommt erstmal rein, bevor wir langsam loslegen mit unserem heutigen Rückenworkout. Mit der kompletten Check and Shake Community. Powered by Fitfox und Sportcheck. Mein Name ist Kathi, wer mich noch nicht kennt. Ich komme aus Berlin und bin auch gerade hier in meinem Studio. Das Studio nennt sich Ladyline Loft. Wir sind im Zentrum von Berlin, sind leider auch von der Zwangsschließung betroffen. Nichtsdestotrotz lassen wir Sportler uns ja nicht unterkriegen und supporten uns hier online natürlich gegenseitig. Und die geile Sache ist einfach, dass Sportcheck und Fit & Fox hier diese Live-Workouts ins Leben gerufen hat. Und ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Da regt mein Herz gleich wieder auf, dass ihr dabei seid. Ja, ich bin Kathi, ich bin Trainerin mit Herz und Blut und habe, wie gesagt, hier in Berlin ein eigenes Fitnessstudio, ein eigenes Yoga-, Body- und Mind-Studio für die Frauen. Freue mich aber, wenn auch heute mal die Herren dabei sind. Und unterrichte hier tagtäglich mit Herz und Blut. Und ich bin hauptsächlich darauf spezialisiert auf Body- und Mindkurse, also alles was zu Yoga und Pilates und Rücken. Aber ich unterrichte auch Power-Workouts super, super gerne. Und heute haben wir das Vergnügen zusammen, dass wir zusammen heute ein richtig schönes Rücken-Workout zusammen machen. Und ich finde es eine ganz coole Sache, gerade für abends, für 18 Uhr. Denn die meisten von euch sind sicherlich im Homeoffice, oder? Homeoffice oder auch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wo kommt ihr her? I see you, da sind auch ein paar Ladyliner dabei. Grandios. Mary, schreibt mal rein, wo kommt ihr her? Und seid ihr auch von der Krise gerade so betroffen oder nicht? Hi, hi, Leute, es kommen immer mehr rein. Hallo, liebe Jutta. Und gerade diese negativen Nachrichten, die uns von außen immer so zubombardieren, führen doch einfach dazu, dass wir uns nicht nur psychisch manchmal verkrampfen, sondern auch körperlich. Und gegen diese Verkrampfung und Innenrotation und Haltung, wenn ihr den ganzen Tag hier so sitzt am Laptop, ne, da will ich euch jetzt ein bisschen rauskriegen, da will ich mit euch jetzt ein bisschen was machen. Das finde ich richtig, richtig cool. Wir werden zum einen werden wir erstmal eine schöne Erwärmung machen, damit wir uns nicht verletzen, ganz klar. Ja, also ich werde dafür sorgen, dass ich dich ganz weich bekomme, mobilisiere. Ich möchte deine Wirbelsäule mobilisieren und alle Gelenke. Leipzig ist am Start. Hallo, liebe Sina. Hallo, hallo. Das ist jetzt erstmal der Plan. Danach gehen wir in die Dehnung. Wir dürfen nicht vergessen, Bayreuth ist auch am Start. Sehr cool. Ja, alle Homeoffice. Ne? Ich habe das um mich herum, ist der Wahnsinn, ist der Wahnsinn. Aber gut, dass wir hier zusammenhalten und dass uns Sportcheck so eine Plattform gibt, hier gemeinsam was zu machen. Dann werden wir natürlich die Muskulatur dehnen, die im Alltag verkürzt. Dazu zählt natürlich auch Brustmuskeln und Nacken. Da will ich dich ganz geschmeidig bekommen. Und dann werden wir kräftigen zusammen. Und zwar unseren Rücken, unseren Schultergürtel, unseren Bauch, auch ein bisschen die Beine, ein bisschen den Po. Denn Rückenschmerzen kommen ja nicht immer aus dem Rücken, ihr Lieben. Ne? 80% der Rückenschmerzen kommen von ganz woanders her. Deswegen versuche ich das jetzt mit euch ganzheitlich zu machen, alright? Gut, seid ihr startklar? Alle am Start, alle da. Was brauchst du? Du brauchst eine Matte, vielleicht was zum Trinken. Ich habe mir auch schon mein Espresso gerade nochmal schnell reingewirkt. Und gegebenenfalls ein Handtuch, falls du schwitzt. Ansonsten machst du dir gemütlich. Genieß jetzt die Zeit, ich finde es großartig, wow, wir sind schon 100 Leute. Ich finde es großartig, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen, dass du jetzt dir Zeit nimmst für dich, okay? Das ist jetzt ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr bitte zwischendurch in die Kommentare rein. Ich werde zwischendurch gucken, ich werde aber auch nach der Stunde nochmal gucken, dass ich eure Fragen alle beantworte, okay? Dafür nehmen wir uns danach nochmal Zeit. Ansonsten, wer jetzt erst reingekommen bin, ich bin Kathi und wir werden jetzt zusammen ein schönes Rückenworkout machen. Ich sehe, da sind noch ein paar Ladyliner, noch ein paar Mitglieder von mir auch dabei. Und Christoph auf Bayreuth, hello. Cool, seid ihr startklar? Könnt ihr mir nochmal ein Feedback geben, ob ihr gut hört und ob ihr gut seht? Das wäre noch richtig cool, ja? Wir brauchen tatsächlich nur die Matte und wir starten im Sitzen. Ja, es wäre super, wenn
Österreich, hello, ja, alle aus dem Homeoffice raus, ne? Ich habe mir was richtig Gutes einfallen lassen für euch, die jetzt wirklich Homeoffice die ganze Zeit hier, ja, machen wir jetzt richtig coole Sachen. Vielleicht hast du ein Kissen in der Nähe, dann legst du dir den Kissen nochmal kurz unter das Gesäß und dann lasst uns langsam loslegen, okay? Obwohl ich mich ja gerne mit euch unterhalten würde, wir wollen noch was machen. Beides ist super, okay, also Ton und ihr seht gut, grandios. Kommt mal in den Schneidersitz, wenn es geht. Komm mal in den Schneidersitz. Ich möchte erstmal mit euch eine schöne Atemtechnik machen, eine schöne Bauchatmung, denn die Bauchatmung entspannt unsere Rückenmuskulatur. Wir dürfen nie vergessen, wie wichtig unsere Atmung ist. Es geht nicht immer nur um Bewegungen. Wenn mit deinen Hüften alles okay ist, komm in den Schneidersitz. Ansonsten kannst du die Beine auch lang ausstrecken, machst du dir gemütlich, ja? Der Schneidersitz ist gar nicht so verkehrt, denn öffnet Bielefeld ist auch da. Aus Florenz! Woohoo! Sehr cool. Okay, wenn wir schön die Hüfte öffnen, komm mal hier in den Schneidersitz, mach dich mal auf. Vielleicht ein bisschen auf dein Kissen, damit deine Knie jetzt nicht so weit oben stehen. Prüf mal kurz, wenn deine Knie nämlich so weit oben stehen, wäre es besser, wenn du dich ein bisschen auf dem Kissen setzt und damit deine Hüfte entlastet, okay? Leg deine Hände auf die Knie ab, richte mal deine Wirbelsäule ganz lang auf. Schließ mal die Augen kurz, komm mal erstmal bei dir in deinem Raum an. Lass die Schultern mal richtig fallen und prüf mal, ob du wirklich die Schultern loslässt oder ob du die jetzt so unbewusst doch noch zu den Ohren ziehst. Ansonsten nimmst du die Schultern einmal hoch zu den Ohren, atmest ein und dann lass die mal richtig fallen, aus. Gesichtszüge entspannen, Kiefer entspannen, die Wirbelkörper langziehen, die axiale Verlängerung deiner Wirbelsäule wahrnehmen. Und atme mal ganz bewusst in den Bauch. Versuch mal so tief in den Bauch zu atmen, wie es geht, okay? Atme so tief ein, wie es geht. Und atme wieder richtig schön lang aus. Du entscheidest, ob du durch den Mund ausatmen möchtest oder durch die Nase ausatmen möchtest. Richtig tief ein. Und ganz lang auf. Falls dir schwer fällt, in den Bauch zu atmen, machst du mal Folgendes. Leg mal beide Hände auf den Bauch ab. Leg sie mal ab und atme mal ganz bewusst in deine Hände. Denn gerade der Stress sorgt dafür, dass wir das manchmal gar nicht mehr schaffen, in den Bauch zu atmen. Spür mal, wie sich die Bauchdecke mit der Einatmung hebt. Und wie sie sich mit der Ausatmung wieder senkt. Die Bauchatmung, die schenkt uns ganz viel Energie und ganz viel Kraft, ganz viel Sauerstoff. Sie massiert deine Bauchorgane, sie entspannt dich, sie entspannt sogar die Muskulatur. Nutzt es mal noch für 4 tiefe Atemzüge, alright? Let's go. Ganz tief ein. Loslassen, was wir nicht mehr brauchen. Positive Energien empfangen, tief ein. Und so lang aus, wie es geht. Es darf sich komisch anhören, okay? Mach ruhig nochmal, tief ein. Ganz lang aus. Oh, spür mal, wie viel Kraft du dadurch schon mal bekommst. Tief ein. Und nochmal ganz bewusst loslassen, was dich stresst. Aus. Prima. Mit deiner nächsten Einatmung schieb mal beide Arme ganz lang nach oben auf. Atme ein. Ausatmen, löst die Arme wieder. Nochmal ganz tief durch die Nase ein. Du entscheidest, ob du durch den Mund ausatmen möchtest oder durch die Nase. Hauptsache, du streckst den Rücken mal ganz lang, okay? Einatmen und jetzt schiebt man den Bauchnabel ganz kräftig ein, wenn du ausatmest. Spür mal schon mal die Bauchmuskulatur. Einatmen in die Länge, streck dich. Lass aber beim Strecken die Schultern weg von den Ohren, okay? Nochmal, einatmen, strecken, Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, Bauchnabel kräftig einziehen. Atme so tief ein, wie es geht. Einatmen, streck dich, genieß mal, wie angenehm diese Streckung ist. Ausatmen, wieder senken. Zweimal noch. Tief ein, Länge, Länge. Bleib schön dabei, ausatmen und genießt es. Diese tiefe Atmung und verbinde deine Bewegung schön mit deiner Atmung, okay? Oh, mit der nächsten Einatmung lassen wir beide Arme oben, drücken die Schultern weg von den Ohren, weg von den Ohren. Schaff mal ganz viel Länge. Richte mal dein Herz auf. Richte mal dein Herz auf. Schultern weg von den Ohren und spürt mal zwischen den Schulterblättern, was da gerade passiert. 2 tiefe Atemzüge hältst du hier noch. Einen tiefen Atemzug noch. Und dann löst mal mit der nächsten Ausatmung den rechten Arm, leg den mal auf den Boden ab
und komm an deine erste Lateralflexion, in deine erste Seitneigung. Mach mal die Seite richtig auf, deine linke. Bleib da und drück die linke Schulter ganz tief in die Gesäßtasche, okay? Entspann dein Gesicht, atme weiter und spür mal, wie schön es ist, wenn du dich in der Flanke aufmachst. Herrlich, oder? Einatmen, komm zur Mitte zurück, Schultern weg von den Ohren. Andere Seite jetzt, ausatmen, fließ mal weit nach links, leg die rechte Hand auf den Boden ab und dein rechter Arm weit zum Ohr. Mach dich schön in der Flanke auf, spür mal, was passiert denn da gerade? Oh, mit der Einatmung kommst du wieder zurück, einatmen, ausatmen, wieder an die Seite. Das machst du für dich 4 Wiederholungen, okay? Versuch mal nicht so zurück mit Schwung zu kommen, sondern wenn du jetzt zurück zur Mitte kommst, aus der Kraft deines Rumpfes, okay? Aus der Kraft deines Rumpfes, aus dem Bauch, aus dem unteren Rücken. Und wieder zurück, einatmen, Kraft. Ausatmen, schieb dich wieder rein. Einmal noch pro Seite, einatmen hier. Aus und wieder rein, entspann dein Gesicht, atmet und wieder lässt du die Augen zu oder machst du auf und genießt mal richtig schön die Bewegung deiner Wirbelsäule. Einatmen, kommt zur Mitte. Achtung, wir drehen unseren Oberkörper jetzt nach rechts, legen unsere linke Hand auf das rechte Knie ab und die andere Hand kommt mal so an die Hüfte. Richte mal den unteren Rücken auf, schau mal ganz weit zu deiner Schulter nach hinten. Atme hier zweimal durch die Nase ein, durch den Mund kräftig aus. Nochmal tief ein, kräftig aus. Komm zurück zur Mitte, einatmen. Jetzt geht's in die andere Richtung, in die nächste Rotation. Halt hier in dieser Seite. Schau ganz weit deine Schulter nach hinten. Und diese Rotationshaltung, die sind für dich Gold wert. Damit bringst du deine Wirbelsäule einmal so kräftig aus, wie so einen alten Waschlappen, vom Dreck befreien, okay? Kräftig wieder ausatmen. Und da fließen wir jetzt durch. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, dreh dich nach rechts. Einatmen zur Mitte, Bauch ist fest. Ausatmen, dreh dich in die andere Richtung. Einatmen zur Mitte, Schulter weg von den Ohren. Ausatmen, dreh dich wieder rein. Ihr seid dabei, ne? Einatmen zur Mitte. Und ausatmen. Einatmen, komm zur Mitte, streck die Arme nochmal ganz lang. Öffnet sie dann zur Seite und federt mal die Daumen nach außen. Eine schöne Brustdehnung, gerade für die Leute, gerade für dich, wenn du heute viel Homeoffice gemacht hast, ist das jetzt deine Dehnung, ja? Und noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und jetzt vorne rund werden, als ob wir so einen großen Ball umarmen, Kinn zu Brustbein, Bauchnabel, Wirbelsäule und einatmen, wieder öffnen, öffnen, öffnen. Ausatmen, wieder rein, Kinn zu Brustbein, Bauchnabel, Wirbelsäule, einatmen, wieder öffnen. Jetzt bring Bewegung in deine Wirbelsäule, Dehnung und Mobilisation in einem. Und ausatmen, kräftig ausatmen, ihr Lieben. Einatmen, die Daumen nach außen, fächert die Finger und aus. Zweimal noch tief ein und aus. Einmal noch tief ein. Und aus. Greif mit den Händen jetzt ineinander. Du bist nach vorne rund. Dein Kopf ist Richtung Brustbein. Entspannt die Schultern. Schiebt jetzt die Handflächen zu mir nach vorne. Streckt die Arme lang nach oben auf. Schulter wieder weg von den Ohren. Hände an den Hinterkopf. Ellbogen außen. Mach dich nochmal auf. Und dein Blick jetzt etwas nach oben. Falls du Probleme hast mit der Halswirbelsäule, geh bitte mit dem Blick nicht so weit nach oben. Dann machst du nur ein bisschen. Ansonsten mach mal Herz und Brustraum nochmal weit auf. Oh, schenk dir noch einen tiefen Atemzug und mit der nächsten Ausatmung wirst du vorne rund, Kinn zum Brustbein, Bauchnabel, Wirbelsäule. Dehn den hinteren Nacken, genieß mal, nimm die Spannung wahr, nimm die Spannung wahr. Der Nacken, der hat viel zu tun im Alltag. Einatmen, wieder öffnen, Ellenbogen nach außen. Und eine letzte Dehnung, ausatmen, Kinn zum Brustbein, Bauchnabel, Wirbelsäule, rund werden, rund werden, rund werden. Du kannst mit deinem Kinn auch mal so ein bisschen nach rechts und links. Nimm mal ganz schön wahr, wie das jetzt hier so spannend im Nacken, wie wir mal so den Nacken wieder lang bekommen. Atme da mal rein, schenk deinen Nacken Länge. Den kleben wir den ganzen Tag, weil wir unsere Schultern immer so erhoben haben. Und ausatmen, löst die Hände jetzt auf den Boden und steigt mal nach vorne auf. Okay, ihr seid noch alle da, ja? Ich sehe gerade, Bielefeld ist auch da. Gut, ihr Lieben, kommt in den Vierfüßlerstand. Im Vierfüßlerstand bist du. Sortierst deine Hände schulterbreit, deine Knie hüftbreit. Dreht mal bitte kurz aus dem unteren Rücken für deine Lendenwirbelsäule. Die will ich auch noch schön beweglich bekommen.
bevor wir schon in die Kräftigungsübung reingehen, okay? Dreht mal hier so richtig schön durch, den Kopf locker, die Schultern locker, wie so eine Katze, die sich so reckt und streckt. Auch mal in die andere Richtung, atmet dazu, den Rücken richtig locker machen, ganz weich werden lassen. Dazu sind unsere Wirbelkörper ja da, dass die sich bewegen. Und wenn wir die bewegen, dann machen wir die Muskulatur drumherum, auch richtig schön weich, lösen Blockaden. Alright, ihr Lieben, bleibt den geraden Rücken, sortiere dich hier. Hände sind schulterbreit, Knie sind hüftbreit. Ein gerader, langer Rücken. Wir atmen ein. Mit der Ausatmung machen Katzenbucke. Schiebt deine Bauchnabel ganz weit Richtung Wirbelsäule. Einatmen, blickt nach oben, gesetzt nach oben. Ausatmen, wieder rund. Und nochmal. Einatmen, blickt nach oben, Po nach oben. Und ausatmen, wieder rund. Oh, eine schöne Mobilisation nochmal. Einatmen, nach oben. Aus und rund, bleibt dabei, jeder für sich noch zweimal, genießt es mal, genießt es mal. Und aus, einmal noch tief ein. Und aus, wir bleiben gerade im Rücken, sortieren die Hände schulterbreit. Die Kraftübung kommt, du ziehst mal deine Zehen tief in die Matte, lässt deinen Rücken gerade, schaust uns erstmal zu, du atmest tief ein. Mit deiner Ausatmung hebst du deine Knie ein paar Zentimeter an, okay? Ready? Und go. Tief einatmen, Knie nebenan, Schultern weg von den Ohren, halten, halten. Bauch ist fest. Schöne Übung für den Bauch, für den unteren Rücken, das merkst du. Halte noch 6, halte noch 5, halte noch 4, halte noch 3, halte noch 2, halte noch 1 und absetzen. Das machen wir jetzt dynamisch. Einatmen, unten, ausatmen, heben. Are you ready? Einatmen hier, ausatmen, heben. Einatmen, abstellen. Ausatmen, heben. Bleib schön dabei. Achte darauf, wenn du hebst, dass dein oberer Rücken gerade bleibt, okay? Drück die Schulterblattspitzen so weit zusammen, wie es geht. Nimm die Kraft aus dem Bauch, aus dem unteren Rücken. Bleib dabei und hoch. Einatmen, wieder abstellen. Ausatmen, wieder hoch. Alright, noch 4 Wiederholungen. Ready? Und 1 und hoch, gerader Rücken und absetzen, sehr gut. Und 2 und hoch, drück die Finger, gucken in die Matte, Schultern weg von den Ohren und absetzen. Merkt ihr das im Rücken, unterer Rücken, merkt ihr das, unterer Anteil, gerade Bauchmuskel? Es ist wichtig, wenn wir den Rücken stärken, dass immer der Bauch mit trainiert werden muss, okay? Also der Gegenspieler immer mitmacht. Oh, wir bleiben den nächsten oben. Prima, bleib den nächsten oben. Jetzt kippen wir die Hüfte so ein bisschen nach rechts und links. Ready? Und go. Und 1. Und 2. Und rüber. Und rüber. Und atme. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Und abstellen. Schieb dich nach hinten ins Kind. Streck den Rücken ganz lang. Öffne deine Knie etwas. Leg den Kopf mal auf den Boden ab und hol mal Luft. Reinatmen, schön strecken, oh, die Schulterblätter nochmal auseinanderziehen und dann rollst du dich mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel in den Vierfüßlerstand auf. Prima! Alle noch da? Nächste Runde. Alright, dein rechtes Bein streckt nach hinten raus. Konzentration brauchst du, Konzentration. Rechtes Bein streckt nach hinten raus. Die Klassikerübung für den Rücken kennt bestimmt der eine oder die andere von euch, oder? Achtung, entgegengesetzter Arm schiebt nach vorne raus. Der linke Arm schiebt nach vorne raus. Prüf bitte, ob deine Hüfte gerade ist. Streif sonst nochmal mit der linken Hand über die Hüften rüber und guck mal, ob wirklich die Beine auf einer, die Hüften auf einer Linie sind. Die Ferse rechts schaut nach hinten, Fußspitze nach unten. Linker Arm streckt, dein linker Daumen schaut hoch zur Decke. Das ist die Klassikerübung für den kompletten Rückenmuskel. Hast du alles mit drin? Schön den großen Rückenmuskel, oben den oberen Rücken, Kapuzenmuskel, unterer Rücken, Bauch. Ihr merkt es auch in den Armen, oder? Halte, halte, halte doch. Atme, atme, entspann dich. Ja, es wackelt, I know. Aber das schaffst du. Halt noch 4. Halt noch 3. Halt noch 2. Mit der nächsten Ausatmung beugst du dein rechtes Knie Richtung Bauchnabel und die linke Hand greift in dein rechtes Knie und du wirst rund. Oh, und einatmen, wieder strecken. Und ausatmen, wieder rund. Und einatmen, wieder strecken. Bleib schön dabei.
und ausatmen, rund. Wenn dir das zu viel ist, hast du auch die Möglichkeit, deine linke Hand einfach abzustellen und die Bewegung nur mit dem Bein zu machen, okay? Seid ihr noch da? Noch vier, let's go. Eins, und lang, und zwei, und lang, bleib dabei. Atme, und zack, eine noch, und wir halten, wir halten, wir halten. Es wackelt, halt durch. Linke Hand beugt, kommt an den Hinterkopf, Konzentration. Wir schieben jetzt den linken Arm so ein bisschen nach oben auf. Schaut mal mit. Ausatmen, der linke Ellbogen beugt nach rechts, auch wenn es wackelt. Versuch mal, dein rechtes Bein oben zu lassen. Wenn es aber zu viel wird, darfst du es natürlich abstellen, okay? Jeder wieder vier Wiederholungen. Let's go. Und eins und öffnen. Und zwei und öffnen. Bleib dabei. Atmet, 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 atmet. Wenn wir die äußere Balance trainieren, trainieren wir die innere immer mit, ja? Wir trainieren jetzt auch die Tiefenmuskulatur, die direkt an der Wirbelsäule langläuft. Ganz großartig ist es. Oh, schafft ihr noch ein? Einer ist es noch, einer ist es noch. Und dann abstellen. Habt ihr gemerkt, auch das Po, ne? Rücken, Bauch, Po wieder locker. Habt ihr super gemacht. Luft holen, Luft holen. Streckt mal den linken Arm auf. Schau mal hinterher. Ganz weit nach oben schauen. Öffne mal dein Brustbein richtig. Wenn es einmal knackt, machst du nichts kaputt, okay? Dann hast du was gelöst. Mit der nächsten Ausatmung schieben wir den linken Arm durch rechts durch. Oh, legen den Kopf ab. Krabbeln mit der rechten Hand ganz weit über den Kopf und bleiben nochmal hier. Lass den Po oben, schieb den Bauchnabel ein und atmet. Hier wird nochmal deine Wirbelsäule, wie ich das vorhin meinte, so schön ausgewogen, wie so ein Waschlappen, ja? Alle Giftstoffe, die wir jetzt nicht mehr brauchen, mal kräftig ausatmen, ihr Lieben. Tief ein und mal richtig aus. Alles, was noch so ein bisschen stört und drückt, ausatmen. Herrlich. Herrlich, herrlich. Komm langsam wieder nach oben auf. Konzentrier dich, konzentrier dich. Bereit für die andere Seite. Rechtes Bein streckt nach hinten, linke Arme langt nach vorne raus. Konzentrier dich, konzentrier dich. Prüf nochmal, ob die Hüfte gerade ist. Streich nochmal rüber. Sortier nochmal den Daumen ganz weit nach hinten. Ganz weit. Linkes Bein nach hinten, rechter Arm nach vorne. Ganz, ganz lang. Ganz, ganz lang. Bauchnabel einziehen, atme, atme. Halte, halte. Halte, halte. Daumen rechts schaut nach oben zur Decke, ihr Lieben. Keine Inrotation der Schulter, okay? Bleib noch da. Lass warm werden, lass warm werden. Lass es wackeln, du hältst ihm aber stand. Du hast die Balance. Mit der nächsten Ausatmung werden wir rund, okay? Knie beugt Richtung Bauchnabel, rechte Hand greift dein Knie dann rund. Zack, eins. Ausatmen wieder rund. Zack, zwei. Und wieder länger. Zack, drei. Wieder rund. Und wieder länger. Zack, vier. Bleib dabei, bleib dabei. Auch wenn es wackelt, auch wenn es wackelt. Und wenn es dir hier auch zu viel ist, beugst du nur das Knie, okay? Und legst die rechte Hand ab, okay? Jeder macht so, wie es geht. Das ist dein Workout hier mit uns. Du entscheidest. Zack. Könnt ihr noch? Noch vier. Let's go. Zack. Und länger. Und drei. Und länger. Und zwei. Und länger. Eine noch. Prima. Halten. Konzentration. Wieder sortier dich. Konzentration, rechte Hand an den Hinterkopf. Achtung, du schaust nach rechts oben, Ellenbogen nach oben, drehst den rechten Ellenbogen nach links zur Hand. Konzentrier dich. Einatmen wieder auf, ausatmen wieder rein. Einatmen wieder auf. Wenn zu viel ist, legst du den linken Fuß hinten ab und drehst dann rein, okay? Für deine Anpassung. Du entscheidest, wo die Reise heute hingeht. Hauptsache, wir verbringen Zeit miteinander. Und du tust dir und deinem Körper was Gutes, okay? Zwei noch. Ein. Und aus. Eine noch, ihr Lieben. Ein. Und aus. Sehr gut. Beugt dein linkes Knie an, streckt den rechten Arm lang nach vorne auf. Schau mal nach rechts oben. Mach dich auf, mach dich auf. Ausatmen, rechter Arm zieht durch links durch. Linker Arm weit über den Kopf. Und lasst mal los. Spür mal kurz rein. Wo ist die Entspannung? Wo ist der Zug?
Atmet. Einmal noch ganz tief ein und aus. Oh. Komm langsam auf. Roll dich auf. Alles gut bei euch? Sehr gut. Dann geht's weiter. Okay? Komm mal in Bauchlage. Komm mal bitte in Bauchlage. Einmal in Bauchlage. Die Übung kennt ihr bestimmt. Der eine oder andere. Die Cobra. Die Top-Übung. Für den Rücken. Die Füße ganz lang. Die großen Zehen berühren sich. Die Fingerspitzen leicht unter den Schultern. Lass die Schultern weg von den Ohren. Schaut uns erstmal zu, du atmest tief ein. Mit deiner Ausatmung kommst du nach oben leicht auf, drückst deine Ellenbogen weit in den Boden, den Kopf hast in verlängerter Wirbelsäule, okay? Und hältst. Das macht mal. Kommt mal auf, aufrollen. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Ellenbogen an den Körper und halten. Und atmen. Po anspannen. Wenn es geht, vielleicht noch ein kleines Stückchen höher. Unter Rücken merkst du, ne? Sehr gut. Bauchnabel einziehen. Einziehen. Achtung. Dein linker Arm streckt nach vorne. Einatmen. Ausatmen wieder zurück. Zack. Anderer Arm, rechter Arm. Nach vorne. Und wieder zurück. Bleib dabei. Andere Seite. Zack. Und wieder zurück. Brustbein bleibt oben. Ich weiß. Ich sehe euch. Nein, ich sehe euch nicht. Leider. Aber ich weiß ja, wie das bei mir sonst im Kurs aussieht, hier im Ladyline. Da passiert es auch mal oft, dass dann das Brustbein wieder abgelegt wird. Ne? Einer noch pro Seite. Zack. Und zurück. Einer noch. Zack. Und zurück. Bleiben hier, löst beide Hände von der Matte. Halte. 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 Füße sind im Boden. Schieb die Ellbogen weiter zu dir dran im Rumpf. Halte. Acht. Atmest du noch? Halte 4, halte 3, halte 2 und aufsetzen. Oh. So ein bisschen nach rechts und links schaukeln mit der Hüfte. Ein bisschen schaukeln nach rechts und links. Und dann wollt ihr noch was in Bauchlage, ne? Ja, das sind die besten Übungen auf den Rücken, muss man sagen. Sehr gut. Bleibt dabei, bleibt dran, bleibt dran. Die nächste Übung. Achtung. Du bist wieder in Bauchlage, vielleicht schaust du erstmal zu, dein Kopf ist in verlängerter Wirbelsäule, deine Nasenspitze, Knutsteine, Matte oder dein Handtuch, wo auch immer du gerade drauf liegst. Beide Arme strecken nach vorne. Die Daumen schauen nach oben zur Decke, okay? Keine Innenrotation, die schauen nach oben zur Decke. Gut, dann löst du deine Arme und den Oberkörper und die Nasenspitze vom Boden, hältst hier und hackst jetzt mal mit deinen Handkanten. Achtest darauf, dass du jetzt nicht mit dem Popo so mitwackelst. Du bist in der Mitte stabil, okay? Let's go! Oh. Atme, hacken, hacken, Schultern weg von den Ohren, atme, atme. Ich weiß, es siebt und brennt. Mach noch 8, mach noch 7, mach noch 6, mach noch 5. Bleib dabei, bleib dabei, bleib dabei. Nicht aufhören, nicht aufhören. Noch 4, noch 3, noch 2 und absetzen. Oh. Diese Übung verbinden wir. Gut gemacht, gut gemacht. Nimm die Hände bitte an den Hinterkopf, die Ellenbogen sind gebeugt. Möchte nochmal schön dein Herz- und Brustraum öffnen und schön den oberen Rücken jetzt mit kräftigen. Du merkst, es ist viel unterer, ne? Jetzt gehen wir ein bisschen höher. Hände an den Hinterkopf, Ellenbogen sind außen. Richte deinen Oberkörper wieder auf, halte dich. Achtung, ihr Lieben, jetzt rechtes Bein strecken, links folgt. Und paddel mal mit den Füßen. Paddeln, paddeln. Wenn der untere Rücken zieht, ja, der macht natürlich mit und der ist auch schon ganz schön müde. Du schaffst es, du schaffst es. Bleib dabei. Paddel mit den Füßen. Lass die Ellbogen außen. Atmet weiter, ihr Lieben. Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Drück die Schulterblätter zusammen. Atmet. Ganz positiven Gedanken nochmal reinsenden. Und paddel. Und 8. Und 7. Und 6. Und 5. Und 4. Bleib dabei. 3, 2 und absetzen. Sehr gut. Jetzt beides nochmal zusammen. Letzte Runde in Bauchlage. Arme lang, Beine lang. Jetzt hebt beides. Langgestreckte Arme. Wenn der Winkel dir zu viel ist, beugst du wieder. Nimmst du hier an den Hinterkopf, okay? Arme lang, Beine lang. Let's go. Paddel beides. Arme, Füße. Atme, atme. Dein Kopf bleibt schön in verlängerter Wirbelsäule, ne? Den nicht mitbewegen. Der ist einfach in verlängerter Wirbelsäule. Die Schultern sind tief. Atmet ihr noch? Noch 8, noch 7, noch 6, noch 5. Noch 4, noch 3,
Noch zwei und absetzen. Herrlich. Gut gemacht. Komm so ein bisschen auf. Falls du einen kleinen Schluck trinken möchtest, tust du das. Oder falls sie gerade noch irgendeine Bewegung ist, die jetzt gerade gut passt, dann machst du es einfach, okay? Schön. Sehr gut. Ihr seid am Start? Ihr seid da. Gut. Achtung. Nächste Runde. Du beugst deine Knie an. Du bist jetzt hier so in so einem Seitsitz. Beugst deine Knie an. Ja? Die Knie sind so leicht vor Hüfte. Und die Hand hast du direkt unter Ellbogen und Schultergelenk, alright? So, jetzt will ich noch ein bisschen mehr Bauch. Gegenspieler wieder. Schafft ihr. Komm mal langsam mit deinem Gesäß nach oben. Halte dich. Halte dich. Wenn du merkst, es wird gestreckten Arm zu viel, kannst du auch auf den Unterarm gehen und bleibst hier, okay? Du entscheidest, du entscheidest. Okay, ihr Lieben, Achtung, der andere Arm weit über den Kopf, einatmen, ausatmen, zurückführen. Eins, nochmal und einatmen über den Kopf und zurückführen. Zwei, bleib dabei, nochmal. Schön, nochmal. Oh, super, weiter, 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 weiter. Ein, wieder lang, aus, wieder zurück. Ein, wieder lang. Bleib noch mit dem Gesäß oben, wenn es geht. Wenn es geht. Noch vier Wiederholungen. Ein und aus. Nochmal. Und ein. Oh, spür die Seite, ne? Nochmal. Ein und aus. Und nochmal. Ein. Okay, einer geht noch. Einer geht noch. Lock. Und kurz absetzen. Super. Kurz Luft holen. Schön. Alle noch dabei. Komm langsam wieder auf. Komm aber vorher auf den Unterarm, bitte. Ja? Wenn du lang machen möchtest, machst du lang, aber es reicht mir auch auf den Unterarm. Achtung, das obere Bein streckt. Hau ja, jetzt wird's. Jetzt wird's nochmal doll. Ja? Oberes Bein streckt, Po ist oben. Bewegungsidee ist folgende. Fuß senken, Fuß heben. Fuß senken, Fuß heben. Seid ihr bereit? Let's go. Und acht. Und hoch. Und sieben. Und hoch. Und sechs. Und hoch. Und fünf. Bauch ist fest. Schulter weg von den Ohren. Hälfte. And up. Und drei. And up. Und zwei. And up. Der letzte. Und absetzen. Oh, gut gemacht. Einmal drehen. Andere Seite. Einmal drehen. Andere Seite. Wenn du das trinken möchtest, tust du es einmal zwischendurch, ne? Gut. Alright. Knie wieder nach vorne. Füße übereinander. Langer Arm. Komm mit dem Gesäß nach oben, dein Arm streckt weit über den Kopf. Seid ihr da? Drück die Schulter weg von den Ohren. Ausatmen, Fühl zurück. Eins. Und ein. Und aus. Zieh den Bauchnabel ein. Und ein. Und aus. Nochmal, bleib dabei. Ein Länge. Bleib dabei. Wie gesagt, wenn zu viel ist und dein Arm jetzt hier schon so zittert, hier unten so wie Wackelpudding ist, komm doch einfach auf den Unterarm. Ist doch gar nicht schlimm. Machst du alles für dich. Ist kein Wettbewerb. Geht es darum, dass wir uns trotzdem weiter bewegen, auch wenn die Fitnessstudios geschlossen haben, ja? Man munkelt ja sogar, dass einige jetzt mehr machen als vorher. Ist es bei euch auch so? Vielleicht könnt ihr das mal nachher, jetzt natürlich nicht, in die Kommentare schreiben. Löst kurz auf. Löst kurz auf. Ja? Macht ihr jetzt auch mehr online, sagt mal? Also einige Legiliner, so Mitglieder von mir, sagen mir tatsächlich, Kathi, ich mache jetzt mehr. Gut, oder? Komm auf den Unterarm. Ah, schieb dein Gesäß nach oben, stütz dich ab. Das Bein ist lang. Ja, ja, die Übung haben wir auch noch. Ellbogen unter Schulter. Are you ready? Und Fuß senken. Eins und auf. Und zwei. Und auf. Und drei. Und auf. Bleib dabei. Vier. Und auf nochmal. Und fünf. Und auf nochmal. Und sechs. Und auf nochmal. Und sieben. Kommen Sie, kommen Sie. Acht. Oh. Neun, ja, ja, zehn, okay, noch zwei, komm, bleib dabei, nicht aufhören, nicht aufhören, letzter, letzter, und absetzen. Wuhu, sehr gut. Der Gesäßmuskel ist ein wichtiger Muskel für den Rücken, ist der Helfermuskel. Ja, falls du dich fragst, was haben wir doch, hat er so einen Po getan? Das hat alles einen Sinn, ja? Geht es euch soweit gut? Ja? Gut, wir haben noch fünf Minütchen. Oh, schön. Komm auf dein Gesäß. Vielleicht trinkst du zwischendurch mal einen Schluck. Ich brauche mal kurz einen Schluck. Ich
rede so viel. Bisschen dein Sitzfleisch von den Sitzhöckern bisschen so wegmachen. Dass du deine Knochen spürst, deine Sitzhöcker, okay? Die Füße holen mal weiter ran. Dein Rücken ist ganz lang. Prüf mal, fass mal unten ran an den Rücken, ob der wirklich gerade ist. Oder ob du wie so ein Buckel hier sitzt. Ja, prüf das mal. Zack, aufrichten. Seid ihr? Nochmal. Einatmen, Arme lang nach oben. Ausatmen, Arme senken. Das ist erstmal deine Bewegungsidee, okay? Einatmen, Arme lang. Und immer wenn du die Arme streckst, sind deine Schultern wieder weg von den Ohren. Dein Brustbein ist aufgerichtet. Falls es der Hüftbeuger weh tut, normal, der hat gut zu tun. Mach noch zwei von dieser Bewegungsidee. Ein und aus. Seid ihr da? Ein und aus. Die nächste Bewegungsidee ist folgende. Wir rollen jetzt unsere Wirbelsäule, schaut mal, so ein bisschen nach hinten ab. Kinn zu Brustbein, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Roll, 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 roll. Einatmen, roll up. Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Hals. Ausatmen, geht wieder nach unten. Kinn zum Brustbein, Bauchnabel zur Wirbelsäule, rollen Sie. Herrlich, nochmal. Ganz bewusst. Wir haben nicht umsonst vorhin den Fokus auf der Mobilisation unserer Wirbelsäule gehabt. Ja? Dass du jetzt hier wirklich Perle für Perle abrollst. Einatmen in den Bauch und aus. Merkt ihr das im Bauch? Der untere Rücken darf auch ein bisschen mitziehen, ne? Und aus. Für die unter euch, die sagen, ey Kathi, mach mal mehr. Mach mal mehr, bitte. Dann schießt du das rechte Bein lang, wenn du rollst. Zack. Und wieder auf. Andere Seite. Zack. Und wieder auf. Seid ihr da? Zack. Und wieder auf. Nochmal. Zack. Und wieder auf. Nochmal. Und wieder auf. Nochmal. Geht doch noch, ne? Vier Wiederholungen. Roll down. Roll up. Oh, nochmal. Roll down. Zack. Roll up. Oh, bleib dabei. Zwei Wiederholungen noch. Down, down. And up. Du musst dein Bein nicht strecken, kannst auch gebeugt lassen, ne? Und lass beide Beine gebeugt, stellt ab. Zieh die Arme nach vorne. Schieb dich mit einem langen Rücken so leicht nach hinten. Seht ihr das gut, dass der Rücken wirklich hier so lang ist? Zack. Schultern weg von den Ohren. Okay, atmet. Hack mit den Handkanten. Hacken. Unterer Rücken lang. Stell dir mal vor, ich ziehe dich am Brustbein so diagonal hoch zur Decke. Atmen, atmen, atmen. Entspannte Gesichtszüge. Bleib dabei. Noch 8. Noch 7. Noch 6. Komm, komm, komm. Noch 4. Komm, komm, komm. 3. 2. 1. Und aufrollen. Und rund machen. Prima! Rund machen. Kopf fallen lassen. Kopf fallen lassen. Eine letzte Übung. Schaffen wir noch in Rückenlage. Sehr, sehr gut. Wir rollen uns ganz langsam ab. Jetzt nicht einfach runterplumpsen. Mit Gefühl. Einatmenlänge. Wirbel für Wirbel. Lass dir mal Zeit. Kinn erst zum Brustbein. Spür den Rücken. Spür den Bauch. Spür die tiefe Muskulatur. Die will ich bekommen. Ey, ihr seid noch nicht unten, ne? Ihr seid noch nicht unten. Wir rollen. Wir sind gerade mal so bei Brustwirbelsäule. Schultern entspannen. Oh, jetzt merkt man es, ne? Bleib dabei, bleib dabei, bleib dabei. Noch nicht unten, noch nicht unten. Und so langsam dürft ihr den unteren Rücken absetzen. Knie ranziehen. Und mal nach rechts und links baumeln. Kleine Massage für den unteren Rücken. Dann kommt die letzte Übung. Sehr gut. Oh. Hol Luft. Einmal so ein bisschen nach rechts und links baumeln. Ah, dann stell die Füße hüftbreit auf. Leg die Hände auf den Boden ab. Atme tief ein. Mit deiner Ausatmung drückst du den unteren Rücken in die Matte, wie so ein Aufkleber, okay? Mach nochmal. Wir atmen wieder in den Bauch, wie zum Warm-up. Ausatmen, drücken wir den unteren Rücken in die Matte, wie so ein Aufkleber. Zack. Das ist eine Beckenkippung, das merkst du, ne? Und drück wieder rein. Entspanne mal deine Schultern dazu, wenn du den unteren Rücken in die Matte drückst. Entspanne deinen Kiefer. Ein- und ausatmen. Okay, einmal noch. Und mit der nächsten Ausatmung rollen wir langsam in Basic Bridging auf. Das heißt, unterer Rücken in die Matte, Lendenwirbelsäule aufrollen, Po nach oben. Greif bitte mit den Händen an den Rücken zusammen.
Schieb dein Kinn Richtung Brustbein, schieb die Hüfte auf, krabbel mit den Füßen weiter zu dir und bleib dort für 5 tiefe Atemzüge. Genieß es. Oh. Pobacken darfst du anspannen, okay? Wichtig ist, Kinn zum Brustbein, oh, Schultergürtel öffnen, atmen, atmen, atmen. Nochmal ganz tief in den Bauch. Guck mal, wie sich deine Bauchdecke hebt beim Einatmen. Und wie sie sich senkt. Oh, einmal noch. Und die Hände auflösen. Und abrollen. Die Knie schieben nach links. Oh, den Blick nach rechts, die Arme seitlich. Sehr schön. Komm mit den Knien zur Mitte. Schieb die Knie nach rechts, nimm den Blick entgegengesetzt nach links. Ah, und dein Herzschlag war. Streck die Beine einmal ganz lang aus. Einmal ganz lang ausstrecken. Die Arme lang über den Kopf. Wenn du sie ablegen kannst, wunderbar, bleib mal da. Falls du Einschränkungen im Schultergürtel hast und die nicht ablegen kannst, mein Gott, dann nimm sie so ein bisschen seitlicher, ist völlig okay. Vielleicht machst du das zu Hause vom Schlafengehen nochmal öfter. Wenn du merkst, du hast jetzt hier Probleme, einfach mal vom Schlafengehen die Arme weit über den Kopf nehmen. Eigentlich einen Atemzug noch. Streck dich, streck dich, streck dich. Und schieb dein rechtes oder linkes Bein nach oben, greif in die Kniekehle. Roll dich rückenschonend auf. Da sind wir wieder. Wieder kommst du in den Schneidersitz. Du kannst aber auch in den Kniesitz kommen. Mir egal. Hauptsache du sitzt nochmal. Ich brauche dich jetzt nochmal für eine kurze Dehnung Nacken rechts und links. Schieb mal den Kinn ganz weit nach rechts. Probier mal, dass du deine Schulter auf eine Linie kriegst. Rechten Arm strecken weit zum Ohr. Linke Hand so ein bisschen nach unten. Und nimm mal die angenehme Spannung in den seitlichen Nackensträngen wahr. Das kannst du auch zwischendurch machen, wenn du jetzt Homeoffice bist. Wenn du im Homeoffice bist, kannst du das auch zwischendurch mal machen, ne? Das tut dir gut. Oder zwischendurch einfach mal so ein bisschen in den Bauch atmen. Gerade so in stressigen Situationen. Denk dir nochmal mit der Einatmung Länge für meinen Nacken. Ausatmen, löse ich mich von jeglicher Verspannung. Das denkst du dir nochmal. Einatmen, Länge für meinen Nacken. Ausatmen, löse ich mich von jeglicher Verspannung. Löse den rechten Arm auf, schieb dein Kinn über dein Brustbein, richte die Wirbelsäule auf, schieb deinen Blick weiter nach links. Rechte Schulter drückt tief in die Gesäßtasche, vielleicht nach unten. Linke Arm streckt zum Ohr rechts. Und jetzt spür mal, welche Seite ging denn besser? Vielleicht nimmst du den Arm ein bisschen an den Rücken. Probier mal. Ist angenehm, oder? Diese Dehnung in den seitlichen Nackensträngen. Denk dir auch hier in den rechten Nackensträngen. Einatmen, Länge für meinen Nacken. Ausatmen, ich löse mich dort von jeglicher Verspannung. Zweimal noch. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Sehr schön. Löse die Hand vom Kopf mit deinem Kinn so ein bisschen. Nein, nein, nein. Nimm beide Hände nochmal in den Hinterkopf. Schieb die Ellenbogen Richtung Bauchnabel. Lass dich so ein bisschen nach hinten fallen. So ein bisschen nach hinten fallen lassen. Bauchnabel einziehen. Genießt nochmal die Spannung jetzt hier, so in den hinteren Nackensträngen, oberer Rücken. Einatmen, aufrollen, streckt die Arme lang. Ausatmen, die Arme öffnen. Einatmen, vorne wieder rund machen. Ausatmen, wieder öffnen. Und beim Einatmen schenkt ihr jetzt eine Umarmung. Einmal auf die Schulter klopfen. Yeah! Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich kann mal jetzt auch in die Kommentare mal reingucken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach jetzt mal rein. Es war mir eine richtig große Freude mit euch. Hat richtig Spaß gemacht. Leider ging die Zeit so schnell vorbei. Ich hätte echt gerne noch eine Stunde mit euch gemacht. Macht richtig Spaß. Ich freue mich von Herzen. Ich danke euch von Herzen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht auch ein, zwei Übungen in den Alltag integrieren, gerade wenn wir jetzt weniger Bewegung bekommen durch unsere Einschränkungen, als wir sonst haben. Folgt auf jeden Fall Sportcheck und Fitfox. Teilt dieses Workout auch gerne mit euren Freunden und Freundinnen. Schaut auch mal auf meine Seite. Meine Seite heißt Kati Ladyline. Da findet ihr mich auf Instagram.
Ihr findet mich auf Facebook, auf Kati Ladyline Facebook. Ihr findet das Ladyline Loft natürlich überall im Internet. Und falls du Lust hast, noch ein bisschen mehr mit mir zu machen, könnt ihr auch Online-Yoga zusammen machen. Ich habe ein großartiges Online-Yoga-Programm, was über die Krankenkassen sogar läuft und bezahlt wird von den Krankenkassen. Ich habe ganz tolle Online-Workouts. Schaut einfach mal auf www.ladyline-loft.de. Ansonsten bekommt ihr hier auf diesem Channel auf Sportcheck täglich Live-Workouts. Also bleibt bei, teilt diesen Beitrag, ja, kommentiert und liked. Ich schaue jetzt mal kurz in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Fragen hattet. Da kann ich mal gucken. Oh, schön, dass so viele dabei waren. Und auch so viele Ladyliner. Yeah! Ladyline Community, ich freue mich. So, aus Österreich. Super, war alles gut. Toll, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ich mache das Ganze mit 7. Du hast, Becky, hat mit 17 Kilo Gewicht. Wie? Hast du mit deinem Kind das gemacht? Auf den Schoß so gehabt? Sehr cool. Sehr cool, Becky. Gerne, gerne, Katharine. Gerne, Sina. Gerne, gerne. Claudia, danke dir. War auch super mit euch. Jutta, auch danke. Wie meine Website war, sage ich euch nochmal. www.ladyline-loft.de. Ja, googelt einfach das Ladyline. Hier ist auch nochmal das Ladyline. Einfach googeln, da findet ihr mich überall. Auf Instagram, auf Facebook, ja? Und bleibt hier auf diesem Channel auch unbedingt aktiv. Teilt es, erzählt den Freunden davon. Motiviert jetzt so viele Menschen, wie es geht, draußen, dass die sich weiterhin bewegen sollen, okay? Sorgt auch dafür, dass sich ja auch andere viel bewegen und sich was Gutes tun. Denn das ist jetzt wichtig, dass wir uns pflegen, dass wir ein Wohlbefinden haben, dass wir unseren Körper stärken, auch wenn wir eingeschränkt sind. Ich knutsch euch. Ah, Katharina hat gerade die Seite reingepackt. Danke, danke schön, danke schön. Ich knutsch euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ansonsten schaut nochmal auf meine Seite. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und morgen früh um 8 geht's hier wieder weiter. Ja, mit einer Kollegin von mir. Schaut hier rein. Bis ganz bald. Wann bist du das nächste Mal hier? Susanne, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich gebe euch Bescheid. Schau auf meine Seite, Kati Ladyline. Da connecte ich immer, wo ich dann direkt nochmal Live-Work ausgebe. Muchas gracias.